Wir haben uns natürlich ein bisschen was überlegt, wie könnten wir denn Peter ein bisschen provozieren? Ja, bisschen, kleines bisschen, so spontane Fragen stellen, die er innerhalb von ganz kurzer Zeit ohne groß zu überlegen beantworten muss. Wobei, als Kraftsport überlegen, klappt funktioniert das sowieso nicht. Also, ich habe viele Fragen, und zwar das Spiel nennt sich Quick and Dirty. Gott. Ich muss die Brille aufziehen, weil ich habe mir das aufgeschrieben, auswendig kann ich das nicht. Oh, das wird spannend und es sind ja so viele Fragen, lieber Peter. Lieber Peter, fangen wir an. Bist du soweit? Ja. Quick and Dirty heißt feuerfrei. Wenn du eine Übung wärst, welche? Bankdrücken. Welche Muskelgruppe wärst du? Brust. Bodybuilding für Frauen ist? Toll. Männer, die keine Beine trainieren, sind? Muschis. Welche Supplemente dürfen im Studio nie fehlen? Whey-Protein, Glutamin, Kreatin. Was sollte ein Fitnessstudio unbedingt haben? Ein Rack. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Hähnchenfleisch. Frauen auf dem Ergometer mit einem Buch sind? Dumm. Studiobesuche, die während des Trainings mit dem Handy trainieren, sind? Muschis. Das war schon das zweite Mal Muschi jetzt, oder? Ja, passt aber jedes Mal. Rentner im Fitnessstudio sind? Überflüssig. Freies WLAN im Fitnessstudio ist? Blödsinn. Die beste Trainingsmethode für den Muskelaufbau ist? Pit. Ah, wer hätte es gedacht? Cardio-Training für die Fettreduktion ist? Unsinn. Wie oft sollte man pro Woche trainieren? 3 bis 4 Mal. Helfen Stromschläge beim Muskelaufbau? Auf gar keinen Fall. Vibrationsplatten sind? Unsinn. Detoxen, um Fett zu reduzieren, ist? Schon wieder Unsinn. Das beste Fitnessstudio in Deutschland? Die Hall of Crossbars in Hattingen. Yes. Kraftsport im Altersheim? Sinnvoll. Kraftsportler haben besseren Sex? Weil sie einen höheren Testosteronspiegel haben. Yes. Ich bin dabei. Wellness-Tempel oder Eisenschmiede? Eisenschmiede. Bodybuilder werden belächelt, weil? Weil die Leute denken, dass sie nichts im Kopf haben. Stimmt das nicht? Ich hoffe nicht. Okay. Bodybuilder haben ein Bizeps, aber kein Hirn? Stimmt nicht. Obwohl, es gibt auch viele, die sich die Mühe geben, dieses Vorurteil zu erfüllen. Okay, gut. Das war sehr schön ausgedrückt. Bodybuilder sind Machos? Ausnahmen bestätigen die Regel. Bodybuilder haben immer Blondinen als Freundin? Ja. Bodybuilder sind Narzissten? Ja, meistens. Schwer oder leicht trainieren? Schwer. Gut. Lieber Peter, das waren doch lauter sensationelle Antworten. Auch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich dachte, jetzt kommen irgendwelche verfänglichen Fragen. Nein, das hätte ich nie gemacht. Nie. Nichts Kompliziertes. Ich kenne dich doch. hättest du vielleicht noch eine Frage? Quick and Dirty für mich? Jetzt wird es spannend. Oh. Ich hatte ja gar keine Zeit, mir was auszudenken. Das ist mir jetzt egal. Im Gegensatz zu jetzt dir. Kannst du zeigen, da, Brain und so. Graue Haare und Fitnessstudio? Super. Sonst habe ich nichts mehr. Nee, das reicht auch. Ich glaube, das war jetzt ganz gut. Fällt mir noch was ein? Nö. Das Wichtigste haben wir durch. Das war so ein kleines bisschen ein Rundumschlag, dass wir wissen, wie du so strukturiert bist. Von dem her, Dankeschön, Peter. Gerne. Ihr wisst jetzt Bescheid zum Thema im Fitnessstudio auf dem Ergometer Bücher lesen. Keine gute Idee. Im Fitnessstudio am Handy rumdaddeln. Keine gute Idee. Männer, die keine Beine trainieren, das war eine böse Beleidigung. Aber soll ich dir was sagen? Das ist meine Meinung, tut mir leid. Ich sage immer, Bodybuilder ohne Beine ist wie ein Haus ohne Steine. Richtig, da hast du völlig recht, weil dieses ist sicherlich eins meiner meisten Zitate. Das Thema, kennst du das Spiel, wenn die kommen zu dir und du sagst, ja, Training und so weiter, du guckst die Bilder von ihm an und sagst, sag mal,
Hast du schon mal Beine trainiert? Ich spiele ja Fußball. Das war die richtige Antwort. Das ist die Nummer 1 Antwort. Ich spiele doch Fußball. Mhm. So, lassen wir das so stehen. Aber es ist natürlich auch so, man muss natürlich auch diesen Jungs im Fitnessstudio recht geben. Es ist tatsächlich so, im Club sieht man die Beine nicht. Ja, trotzdem haben die Beine halt einen nicht zu unterschätzenden Anteil an dem Gesamtmuskelaufbau. Richtig, und jetzt pass auf, da habe ich immer ein super Beispiel aus der Natur. Gibt es draußen in der Natur einen Baum, der eine Riesenkrone hat und nur ein ganz kleines Stängelchen? Nein. So, das war's zum Thema. Quick and dirty.